Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es freut mich, dass du wieder dabei bist und eingeschaltet hast. Mein Name ist Marcel Akdenisli, ich bin Zahnarzt. Ich habe selbst NC-frei im Ausland Zahnmedizin studiert und zwar in Sofia, in der Hauptstadt von Bulgarien. Bin heute Zahnarzt in Deutschland und habe das Unternehmen Consulting Med gegründet, mit dem ich jungen Menschen aus Deutschland dabei helfe, einen Studienplatz im Ausland zu ergattern, den Traum vom Arzt-Zahnarztberuf wahr werden zu lassen. Ich betreue meine Studenten von der Studienplatzvermittlung bis hin in den Berufseinstieg in Deutschland, den ich in Kooperation mit deutschen Arbeitgebern im Gesundheitsbereich, das heißt Praxen und Kliniken, zusammen plane, sodass ein reibungsloser Übergang in den Wechsel nach Deutschland inklusive Anerkennung stattfinden kann. Dadurch, dass ich das Ganze selbst schon durchgemacht habe, weiß ich natürlich, welche Hürden und welche Herausforderungen auf diesem Weg auf dich zukommen. Wenn du dir sagst, hey, ich möchte Medizin, Zahnmedizin studieren, ich habe richtig Lust darauf, das ist mein Traum, aber ich sehe momentan keine Möglichkeiten, ich habe vielleicht auch keine Eltern, die Ärzte sind, ich weiß nicht, wie ich das Ganze finanzieren kann, dann melde dich doch bei mir. Du kannst ein kostenloses Beratungsgespräch mit dem Link unter diesem Video in der Infobox buchen und dann schauen wir uns mal an, was ist der beste Weg für dich, wie kommst du sicher an einen Platz und vor allem auch, wie bekommst du das Ganze finanziert, auch ohne Unterstützung der Eltern, denn, das muss ich auch vorweg sagen, es gibt wirklich viele Möglichkeiten und jeder bekommt es finanziert. Ich habe damit viele Jahre Erfahrung und ich kenne alle verschiedenen Möglichkeiten und damit meine ich wirklich alle verschiedenen Möglichkeiten da draußen und habe auch Erfahrung mit den verschiedenen Finanzierungsvehikeln, die es gibt. Kommen wir mal zum NC-freien Medizinstudium in Riga, Lettland, denn darum dreht es sich im heutigen Video. Und das Ganze ist eine wirklich tolle Option. Ich habe die Universität neu in mein Repertoire aufgenommen. Ich arbeite mit der Universität, weil ich in den letzten Jahren wirklich ausschließlich positives Feedback gehört habe. Es kam nie was Negatives, außer einen Punkt, und den kannst du im Grunde auch auf alle anderen Universitäten im Ausland übertragen. Eins höre ich immer wieder, das möchte ich vielleicht vorweg sagen. Es gibt immer wieder Studenten, die sagen, hey, ich möchte unbedingt wechseln. Man hat mir versprochen, dass ein Wechsel zurück nach Deutschland ins höhere Fachsemester garantiert klappt. Und jetzt klappt das schon seit mehreren Jahren nicht. Und ich muss hier zu Ende studieren. Und eigentlich vermisse ich Freunde, Familie und Verwandte in Deutschland. Das höre ich auch von Riga manchmal. Und da möchte ich dir auch an dieser Stelle sagen, hey, niemand kann dir dieses Versprechen machen, also das funktioniert nicht. Ein Wechsel ist nicht mehr so einfach wie früher. Du kannst nicht mit dem Gedanken kommen, hey, ich werde 100% nach Deutschland wechseln. Erstens würde ich es dir gar nicht unbedingt empfehlen, zurück nach Deutschland zu wechseln. Das ist viel Stress, viel Unsicherheit und am Ende ist es viel planbarer, wenn du im Ausland einfach fertig studierst. Die Anerkennung hast du sowieso automatisch, dadurch, dass wir das in unserem Gesetz in Deutschland implementiert haben, die EU-Richtlinie. Aber wie gesagt, also das musst du im Kopf haben. Ein Wechsel ist nicht garantiert. Es kann sein, dass es klappt. Ich unterstütze dich gerne auch bei dem Vorhaben, nach Deutschland zu wechseln, aber es ist einfach nicht garantiert. Was ganz toll ist an diesem Studium, Medizin oder Zahnmedizin, du kannst im Wintersemester und im Sommersemester, also im Oktober und im Februar, anfangen dort zu studieren. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte gerade noch den TMS mitmachen, habe ich zum Beispiel gestern eine Bewerberin gehabt, die gesagt hat, hey, ich mache jetzt nochmal den TMS im November und wenn das nicht klappt, möchte ich mir aber einen Platz in Riga an der RSU sichern. Das ist auf jeden Fall ein guter Plan, denn sonst wartest du nochmal bis zum nächsten Wintersemester 2023 und das wäre dann wirklich verschwendete Zeit, die vielleicht dann auch blöd im Lebenslauf aussieht, wenn du da nicht irgendwas Sinnvolles noch reinbekommst in dieser kurzen Zeit. Medizin und Zahnmedizin ist dort möglich. Das studiengebührentechnisch sind wir hier eher am obersten Ende. Es gibt zwar noch teure Universitäten im Ausland von bis zu 20 und sogar 25.000 Euro Studiengebühren pro Jahr, aber Riga, die RSU, ist definitiv im oberen Feld mit 12.000 Euro für Humanmedizin und 14.000 Euro Studiengebühren pro Jahr für Zahnmedizin. Du zahlst das Ganze immer semesterweise, deswegen sind die Jahresangaben eigentlich ein bisschen blöd, weil die Leute dann falschen Eindruck bekommen. Du hast also nicht ein Jahr Zeit, um die Studiengebühren aufzutreiben jedes Jahr, sondern du musst es immer pünktlich zum Semester zahlen, 6.000 bzw. 7.000 Euro für Human- bzw. Zahnmedizin. So ein paar Besonderheiten vielleicht. Die Zahnmedizin, das wissen viele nicht und viele kommen da immer durcheinander, ist, Zahnmedizin sind die Mindestanforderungen für das Studium in der EU 5 Jahre. Das heißt, in Deutschland oder auch jetzt zum Beispiel hier in Riga studierst du 5 Jahre Zahnmedizin. Humanmedizin sind die Mindestanforderungen in der EU 6 Jahre. Das heißt, du wirst in der EU kein Studium finden, was nur 5 Jahre braucht. Das wäre nämlich überhaupt nicht anerkannt. Und so ist es auch hier in Riga. Du hast 6 Jahre Human- und 5 Jahre Zahnmedizin.
Das Ganze kann Vor- und Nachteile haben. Es gibt ja verschiedene Studiengänge, die auch 6 Jahre brauchen. Zum Beispiel in Bulgarien. Dort studierst du 5 Semester und dann hast du noch so einen praktischen Teil an Studium dran geknüpft und dann machst du dein Praktikum. Also du hast nochmal von Oktober bis März nochmal ein halbes Jahr, was du also länger studierst. Und in Riga ist es so, du hast halt 10 Semester und dann hast du dein Staatsexamen, bist also nach 3 Monaten später dann, nach 5 Jahren, 3 Monaten bist du fertig. In Bulgarien geht es etwas länger, du hast dann aber auch Vorteile. Zum Beispiel wird die Assistenzzeit wegfallen und auch ein Jahr, also dieser praktische Teil, den bekommst du als ein Jahr Berufserfahrung anerkannt, was bei Weiterbildungsmöglichkeiten zum Beispiel eine Rolle spielt, hat also auch Vorteile und ich würde da nicht so ganz genau drauf achten, weil es sind nie genau 5 Jahre, es sind dann immer noch mal Staatsexamen, ein paar Monate und am Ende ist der Unterschied zum Beispiel zu Sofia lediglich einige Monate, was du insofern eben mehr machst durch dieses Praktikum. Was aber der Teil ist, der mir persönlich im Studium am meisten gebracht hat, denn wirklich jeden Tag Patienten behandeln, das ist natürlich toll. Und vielleicht so ein bisschen was zur Stadt Riga. Riga liegt also in Lettland. Es ist die größte Stadt des Baltikums mit 600.000 Einwohnern, ja, in der Stadt und es liegt an der Ostsee. Du hast einen Kanal, der sich in die Stadt reinzieht und vom Stadtbild her kann es wirklich mit den schönsten Städten in Deutschland mithalten. Wenn du mir nicht glaubst, google das Ganze mal oder schau mal auf YouTube, ob du ein schönes Tourismusvideo findest. Ich mache gerne auch mal ein Video von der Stadt und von der Universität, wenn ich persönlich das nächste Mal dort bin. Es sind wirklich im internationalen, also im englischsprachigen Studiengang, fast 3.000 internationale Studenten. Das ist also wirklich eine ganze Menge. Und genauso wie in Sofia, da sind es auch so um die 3.000, 3.500, sind es eben Leute aus der ganzen Welt, also aus über 60 Ländern. Also ihr habt da wirklich Leute aus der ganzen Welt, wortwörtlich aus der ganzen Welt. Und ich sag euch aus eigener Erfahrung, das ist eine der tollsten Sachen, die ihr in euren 20ern machen könnt. Wirklich Leute aus verschiedenen Kulturen kennenlernen, aus verschiedenen Religionen, aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Kontinenten, mit anderen, ganz anderen Lebenseinstellungen, Lebensentwürfen und so weiter. Und alle kommen zusammen, um eben das gleiche Ziel zu verfolgen, nämlich den Traum vom Arzt, Zahnarztberuf umzusetzen. Und das gibt einfach so eine tolle Dynamik, so eine tolle Atmosphäre, die wirklich einzigartig ist. Das ist vielleicht auch nochmal so ein wichtiger Punkt, den ich genannt haben wollte, dass ihr wirklich in einem internationalen Umfeld seid, also keineswegs irgendwie allein im Ausland. Und was auch noch toll ist, ist die Anbindung nach Deutschland mit Direktflügen. Ihr könnt mal schauen, wo der nächste Flughafen bei euch liegt und welche Flüge und Fluganbieter es gibt. Wizz Air, Ryanair sind immer beliebte Anbieter. Und was mir auch noch wichtig ist, was ich am Anfang gar nicht wusste, ist, du studierst im Grunde, wenn du im Ausland bist, jetzt gerade in Riga, nur während der Vorlesungszeit, nicht während der vorlesungsfreien Zeit dort. Du wanderst also nicht aus, ganz im Gegenteil. Du bist dort, wenn du Anwesenheitspflicht, Vorlesungspflicht hast und in den Semesterferien bist du in Deutschland. Praktika und Formulaturen machst du auch komplett in Deutschland und die werden dann an der RSU anerkannt, sodass du die eben nicht dort machen musst. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Für wen kommt das Ganze jetzt hier konkret in Frage? Es kommt für Leute in Frage, die bereit sind, mehr Geld für ihre Bildung auszugeben und auch mehr Geld zur Verfügung haben für ihre Lebensunterhaltungskosten. Was jetzt auch gerade relevant ist in Bezug auf die Finanzierungsmöglichkeiten. Chancen EG hat vor einigen Wochen den Maximalförderbetrag auf 60.000 € angehoben. Chancen EG ist ein Social Impact Investment-Unternehmen, die Studiengebühren für Medizinstudenten im Ausland vorstrecken und du zahlst das Ganze dann einkommensabhängig nach dem Studium zurück. Und seit kurzem zahlen die auch Studiengebühren in Höhe von bis zu 60.000 €. Hier liegen wir bei 72.000 € fürs ganze Studium. Das heißt, du musst lediglich 12.000 € davon noch selbst zusätzlich aufbringen. Und das geht zum Beispiel, wenn du dir, das könntest du dann im letzten Jahr zahlen, wenn du dir jedes Jahr vom BAföG ein bisschen was zurücklegst. Und vielleicht noch einen Nebenjob machst. Du darfst da, wenn du BAföG bekommst, nicht mehr als 5.000 € pro Jahr eben, also Vermögen haben, nicht mehr als 5.000 € Vermögen. Aber im letzten Jahr könntest du das Ganze so hinbekommen, dass du das dann eben davon deckst. Oder du hast noch Eltern, die das Ganze unterstützen. BAföG liegt bei 930 € Höchstbetrag momentan. Das kommt immer darauf an, wie viel deine Eltern verdienen. Das ist so der wichtigste Faktor, wenn du da mal in Erfahrung bringen möchtest, wie viel BAföG dir im Ausland zusteht. Nimm den BAföG-Rechner. Wir haben dazu ein passendes Video gemacht, wie der BAföG-Rechner funktioniert und wie du damit ausrechnest, wie viel BAföG du genau bekommst. Du bekommst im EU-Ausland das ganz normale BAföG. Viele verwirrt das, denn es gibt den Begriff Auslands-BAföG, den
Das bekommst du nochmal zusätzlich. Das ist Geld für eine einmalige Förderung, wenn du also ein Jahr ins Ausland gehst. Das kriegst du zusätzlich, weil du ja komplett im Ausland bist und dein erstes Jahr ist dein Auslandsjahr. So gesehen bekommst du im ersten Jahr also Auslands-BAföG, du bekommst aber noch das normale BAföG, das ganze Studium über hinweg. Damit deckst du deine Lebensunterhaltungskosten bzw. mehr als deine Lebensunterhaltungskosten und mit Chancen.de deckst du die Studiengebühren. Wichtig ist, dass eben die Studiengebühren hier relativ hoch sind und Chancen.de nicht alles abdecken kann. In Bulgarien zum Beispiel deckt Chancen.de komplett alles ab, in der Slowakei auch, aber hier sind wir an dem Punkt, wo wir wirklich 12.000 Euro drüber liegen, 60.000 Euro Maximalförderung und 72.000 Euro Gesamtkosten. Das heißt, hier müsstest du eventuell deine Eltern noch einschalten. Es ist aber auch möglich, mit einem Nebenjob dir das Ganze auch zu erarbeiten. Wichtig ist nur, dass du eben nicht mehr als 5.000 Euro Vermögen haben darfst. Und das kann dir dann zum Verhängnis werden, wenn du dann nicht noch jemanden hast, der dich dann notfalls unterstützt. So viel vielleicht zu diesem Thema. Wenn du noch nähere Fragen hast, das Ganze ist schon immer eine Einzelfallfrage, erfüllst du die kompletten Voraussetzungen? Wie bekommst du das jetzt konkret finanziert? Ja, es gäbe noch die Möglichkeit, zum Beispiel einen Studienkredit bei der APO-Bank nach der Klinik aufzunehmen für diese 12.000 Euro Kostendifferenz, die hier noch reinspielt. Das heißt, es ist komplett ohne Unterstützung der Eltern möglich, aber das Ganze muss wirklich durchdacht und individuell geplant werden. Und da, wie gesagt, kannst du ein kostenloses Beratungsgespräch bei mir buchen. Dann schauen wir uns an, ob die Uni wirklich Sinn für dich macht oder nicht vielleicht auch eine andere Universität für dich schlauer wäre. Und wir schauen uns an, wie du das Ganze finanziert bekommst und das kostenlos. Und wenn du dann sagst, hey, wir machen das zusammen, dann helfe ich dir gerne und werde dir ein spezielles Angebot machen für die Studienplatzvermittlung, die Betreuung während im Studium und die Vermittlung zurück in die Anstellung, dann als Arzt in die Assistenzzeit zurück nach Deutschland. Und damit verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Euer Marcel.